So, meine Damen und Herren, da kommen wir dann wieder jetzt zu einem, ja, ich sage jetzt mal Let's Play zu Tropico 5, ob ich das in Form der Kampagne, ob ich die Kampagne durchspielen werde, weiß ich an dieser Stelle noch nicht. Das muss ich euch im Vorfeld auch schon so sagen. Also ich versuche mal, mich durch die Kampagne nicht durch, ja, zu diktieren, zu präsentieren und halt zu gucken, wie weit ich komme. Das Tutorial habe ich schon abgeschlossen. Und ich habe einmal eine Präsidentschaft schon mal durchgespielt in Form der Sandkasten. Im Vergleich, was bedeutet Sandkasten? Das ist im Vergleich praktisch wie das Überlebensmodus oder der Survival-Modus, ja, Überlebensmodus in The Long Dark zum Beispiel, dass du halt die das einstellen kannst, bla bla bla, und dann halt regelst, bis du halt abgewählt wirst. Oder bis halt du halt angegriffen wirst und aufgeben musst. Tada. Da habe ich schon mal was aufgezeichnet. Das heißt, es wird natürlich dann praktisch einmal eine List geben mit Tropico 5 Sandkasten, PS4-Version. Dann wisst ihr, okay, das ist jetzt nicht diese Kampagne. Und dann gibt es natürlich noch einmal Tropico 5 Kampagne, Story-Modus, PS4-Version. Und ob ich denn noch mal eine mache für die Mission, weiß ich nicht. Wo ich allerdings das Tutorial-Video reinpacken werde, das weiß ich auch nicht. Es kann vielleicht sein, dass ich das Tutorial-Video zu Tropico 5 in den Ordner Let's Test Let's Play oder Let's Play Let's Test, ich weiß nicht, wie der Ordner heißt, reinpacken werde. Wo ich normalerweise so halt nur Spiele anteste oder halt nur eine kurze Demo reinmache, dass ich da vielleicht das Tutorial reinpacke und halt nur eine Playlist mache, nur für die Kampagne, eine Playlist eventuell nur für Missionen, eine Playlist nur für Sandkasten oder vielleicht eine Playlist eventuell für Multiplayer, sofern er noch irgendwann unterstützt werden sollte. Wie gesagt, das Spiel gab es irgendwann mal im PS Plus, das war 2016 irgendwann, weil da habe ich die ersten Trophäen bekommen, deswegen war irgendwann 2016 das Spiel mal in PS Plus mit drin, also ich habe es noch nicht aktiv gekauft. Trotz ist das Spiel momentan im Angebot für 7,99 bis zum 18. Januar, also ist in den Januar-Angeboten dabei, sonst kostet das Spiel 24,99, für die es noch nicht haben, würde ich ja eventuell jetzt zuschlagen, bis zum 18. Januar, eigentlich bis 17. Januar, weil bis zum 18. Januar, glaube ich, 2 Uhr 3 Uhr morgens deutscher Zeit. Oder ihr kauft euch Tropico 6, das ist auch im Angebot, das kam aber erst vor kurzem raus, da spart ihr, glaube ich, 5 bis 10 Euro pro Paket, was ihr aussucht. Entweder nur das normale Spiel, kostet also, glaube ich, jetzt 59. Lies, was? Lies eine 12 Meter. Okay.
Also wir können männlich oder weiblich nehmen. Wir bleiben bei männlich. Jesus, genau. Geronimo! Jetzt kann ich schon das eigene Alphabet schon gar nicht mehr. J, K, L, Macario, Manu, Manuel, Marcello, Marco, Markus, Mario. Okay. Mein Name ist nicht von. Er hätte einfach nur von Markus das OS wegnehmen können, ihr Säcke. Oder hier bei Markus das O wegnehmen können. Ja, nehmen wir mal Marcello. Oder Marcello. Weil ich keine Verwalter. Herkunft. Achso, das ist jetzt die Hautfarbe. Asiatisch, afrikanisch, latino, kaukasisch, mein Gott. Asiatisch, afrikanisch, oder? Wollen wir mal kaukasisch. Schmaler. Dann habe ich den. Also immer schön, dass das Spiegelbild anders ist als. Ja. Als wenn ich einen Hippie nehmen will. Es gibt Menschen, deren Namen und Familiendynastien ganze Jahrhunderte überdauern. Ich bin einer von ihnen. Neue Welt, neue Möglichkeiten, keine Grenzen. Meine Insel kann alles werden, was ich will. Sie könnte ein Bauernparadies sein, mit Feldern bis zum Horizont und prall gefüllten Marktplätzen. Oder sie könnte eine Wiege der Industrie sein, mit Schornsteinen bis in den Himmel und Häfen, an denen Schiffe exotische Waren verladen. Oder sie könnte der Himmel auf Erden sein, ein Magnet für Reisende aus aller Welt, die hier Spaß und Zerstreuung finden. Sir, wir legen an, Sir. Doch im Moment ist sie nur ein bettelarmes Stück Land inmitten des Meeres. Zeit, an die Arbeit zu gehen. Eine neue Ära. Also ich kann es aussuchen, ob ich es auf der Map spielen, sie auf Kion de Futtern oder Bau Bau spielen will. Da will ich nämlich doch eher. Die ist kleiner, nehme ich doch eher die hier. Naturkatastrophen keiner.
Wirtschaft hoch, Politik. Ah, Politik lasse ich mal auf Mitte. Ah, die Karibik. Ein blühendes und wildes Land. Meine neue Heimat. Schön und voller Verheißungen. Ein neuer Start. Weit weg von der Politik der alten Welt. Eine Chance, ganz von vorne anzufangen und die Dinge so zu tun, wie ich es will. Ich habe das schlechte Wetter und die eingefahrenen Wege meiner alten Heimat satt. Ich brauche einen Klimawechsel. Ich wurde zum Gouverneur dieser Insel ernannt. Nicht, dass ich jemand um den Posten gerissen hätte. Meine einzigartige Vorgehensweise wird diese Kolonie zum reichsten Ort der Karibik machen. Wie schwer kann das schon sein? Alles, was man braucht, sind ein paar Bretter, ein paar Nägel und einen treuen Ratgeber, den man anschreien kann. Eine neue Ära. Willkommen in der Karibik, Gouverneur. Erlauben Sie mir, mich vorzustellen? Ich bin Lord Oaksworth, Botschafter seiner Majestät in diesem Teil der Erde. So, stoppen. Grüße, mein Lieber. Ich habe heute einen guten Handel für Sie. Als Vertreter der Krone kann ich Ihnen Ihre eigene Handelslizenz anbieten. So, also die Insel ist, wie gesagt, nicht groß. So, muss ich die Truppe erstmal die Seite erkunden. Angriff! Nicht Angriff. Seine Majestät braucht Geld, um einen neuen Unterwasserpalast zu errichten. Plantage Zuckerrohr. Jetzt muss ich gucken. Da, Plantage. So, dann verbinde ich die Straße miteinander. So, jetzt habe ich nur 1800. So, die laufen erstmal weiter. Das ist ein Kerker. Seine königliche Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen dieses Anerkennungsschreiben für Ihre Erfolge im Namen des Königreichs zu überreichen. Dann habe ich erstmal die 5000.
zurückgehen sein. So, den hat er. Schmuggelhafen, das kostet mich 3.000. Und gehst du. Ja, der geht rum. Okay, kann so nicht. Achso, so muss er. Ein Wasser platziert werden. Kann ich da? Damit jetzt natürlich jetzt nichts. Was kostet es zu denn? Jetzt habe ich schon. Ach, minus 2000, okay. Ich kann auch ins Minus gehen, okay. Hier ist ein Vulkano. Wie gesagt, die gehen jetzt da hinten einmal lang. Bis dann. Technischer Fortschritt ist ein Weg zur Autonomie. Bauen Sie eine Bibliothek. Okay,
die die Welt bewegen. Wir herrschen im Verborgenen. Wir sind die Retter der Menschheit. Wir sind der Orden. Und Sie werden einer von uns sein. Aufgabe: Erklären Sie die Unabhängigkeit. Belohnung: Sie gewinnen die Mission. Tipp: Um die Unabhängigkeit zu erklären, müssen Sie Ihre Beliebtheit größer als 50% sein. Wie ist denn die war das nun? Unabhängig. Okay.
Die kann ich ja noch nicht machen, weil die noch nicht durch sind. Kann ich eigentlich... Ich kann unten ein großes... Kann ich... Als eine Kolonie der Krone stehen wir in einem Wettbewerb. Einem Wettbewerb, den wir verlieren, alter Freund. Die Kolonien... Dann habe ich wenigstens nochmal hinten raus eine längere Regentschaft. Also ich habe keine Ahnung, wie lange diese Kampagne geht oder sowas. Hören Sie gut zu, ich wiederhole mich nicht. Bauen ich Sie habe eine von einer Bibliothek. Geheimwaffe erfahren, die für die Revolution... Ich habe eine Bibliothek gebaut.
Leute, ich brauche Knete. Malz, Zucker, Baumwolle. Na klar, hätte ich jetzt noch eine Plantage, würde ich jetzt nochmal. Knete hätte ich jetzt, würde ich nochmal eine Plantage für Baumwolle basteln. Ruf im Ausland, -555. Plantage war da. Alter, ich. Wie war das nochmal? So, der ist durch. So kann ich. Okay. 4. Einnahmen 29.000, Ausgaben 41. Korruption 20%. Kann ich hier irgendwas? Leute, ich hätte gerne ein bisschen Knete! Frauen übernehmen gerne die Führung. Oh, nur keine Angst. Eigentlich kann ich jetzt nur noch warten und rumsitzen. Meine Kinder, ohne mich sind sie verloren. Die großen Signore El Presidente. Das sieht aus wie eine Wache. Spätestens wenn andere Völker mich angreifen, ist eh vorbei. Hier kann ich nämlich gucken, wie was ist. Bom. Jemand hat mein Manuskript gestohlen und unter einem Pseudonym veröffentlicht. Eine autobiografische Erzählung von zwei Männern auf einem Berg, die mehr als nur Freunde waren. Selbst das surreale Kapitel mit den tanzenden Elfen unter dem Regenbogen fällt nicht. Jetzt will jeder auf Trypko eine auf einer Farmarbeit und ich werde in Anerkennung für bekommen, als für eine Katze Farmverbesserung freigeschaltet. Dann kann ich erst bald, wenn ich wieder am Plus bin. Lässt du mich dann wenigstens wieder was bauen? Natürlich nicht! Und eine neue Straße kann ich bauen. Achso. Da ist eine Mine. Da ist noch mal eine Mine. Und da. Also da haben wir drei Minen. In die Mitte komme ich eh nicht. 1, 2, 3, 4. Hier haben wir sogar 5 Minen. Da oben kommen wir auch nicht hin. 6, 7. Also hier kann sie rumgehen, hier hinten. Aber darüber kommen sie nicht. Da oben kommen sie auch nicht rauf. Also wir haben so 15 Minen.
Oh, hier ist 8.900. Oh, jetzt sind es ja 9.000. Mögen. Ich würde ja, wo war das jetzt mit dem? Komisch. Ein Kleingarten, das ist für mich komischerweise bauen für 280. Du Katpratzen. Mit 2000 kann ich zwei losschicken, einmal dahin und einmal dahin. Warum hol ich doch einen scheiß verkackten Wachturm? Neue, wie gesagt, ich kann nur einmalige Bibliothek bauen. Bibliothek war da.